Pep Guardiola geht in die Offensive. Der Starcoach fordert die Bayern-Bosse auf, seinen Wunschspieler Thiago Alcantara für 18 Millionen Euro vom FC Barcelona nach München zu holen. Ich habe Matthias und Herkale gefragt, diese Spieler. Aber ich weiß nicht, was passiert in der Zukunft. Heißt, Sie wollen diesen Spieler? Ja. Das war eine klare Ansage vom smarten Pep Guardiola. Der neue Trainer des FC Bayern sorgte zum Abschluss des Trainingslagers für erhebliche Aufregung am Gardasee. Ja, ist ein super, super Spieler. Für mich ist er Talent, junger Spieler. Er kann spielen in 3, 4, 5 Positionen. Welche? Ist ein sehr guter Noch weiter, sehr gut im Kopf. Alcantara steht zwar bis 2015 beim FC Barcelona unter Vertrag, aber da er in der vergangenen Saison in weniger als 60% der Spiele zum Einsatz kam, ist die vertraglich festgelegte Ablösesumme massiv geschrumpft. Von 90 auf 18 Millionen Euro, beinahe ein Spottpreis. Und er kennt das System von Guardiola. Mein System ist sehr, sehr einfach. Ist rennen, 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 mit dem Ball 11 Spieler greifen. Ohne den Ball 11 Spieler verteidigen. Das Trainingslager am Gardasee ist nun beendet. Jetzt stehen für die Bayern ein Testspiel beim Regionalligisten SG Sonnenhof Groß Asbach und eine Benefizpartie beim Drittligisten Hansa Rostock an.